Hallo und herzlich willkommen zu den Update-News von Star Stable vom 19.05.2021. Erstmal kommen wir jetzt hierzu, auch wenn das jetzt nicht das erste Mal, was eigentlich die Update-News sind. Aber da gibt es upgecyceltes Zubehör für dein Pferd. Das sehen wir uns mal an. Die Satteltasche ist meiner Meinung nach hübsch, schön detailreich. Aber bei dieser Pferderasse geht das nicht. Warum steht da, bei wem das geht? Bio-Freizeit. Nee, steht da nicht. Ab Spielerwelt 10. Vor Pinterschmeiße da. Oh, der ist auch schön. Ich glaube, ohne Sattel würden wir es besser sehen. Aber. Warte, wir machen mal den Sattel drauf, der dazugehört. Und noch das. Ja. Ja. Oh, ja, okay. Oh, Mann, das Set ist schon schön. Ist es denn Chumpy-tauglich? Sieht Chumpy tauglich aus und es ist auch schön und es passt auch schön zu unserer Snow Diamond, zu unserer Snowy. Oh. Ja, das war es dann jetzt aber erstmal zu dem neuen Set, was es gibt. Das ist ein upgecyceltes Set, also soll es zumindest sein. Dann jetzt kommen wir erstmal dazu, dass Farahs Werkstatt kann man jetzt von Big Bonnie, von ihrem Haus, konnte man ja diesen Müll sammeln, Müll. Recycelte Gegenstände zum Recyceln, würde ich es eher nennen. Und bei denen ist es jetzt so, man kann sie in Farahs Werkstatt zu etwas heranbasteln und so den Ruf bei Farah auf jeden Fall erhöhen. Dafür muss man aber erstmal ein Star Rider sein, natürlich. Und weil die Werkstatt ist ja in Veldale und muss in Fort Pin die Quest abgeschlossen haben, wo man Farah außerhalb von Fort Pinter trifft. Die habe ich ja jetzt zum Beispiel noch nicht. Deswegen seht ihr mich jetzt nicht an der Werkstatt, sondern wieder irgendwas anderes machen, da ich die Quest noch nicht gemacht habe. Da ich halt noch am anderen Quests machen bin. So meine Reihenfolge, sag ich mal so. Und dann hat Farah noch ein neues Kleidungsoutfit entworfen. Und auch ein Zaumzeug. Die Materialien kommen aus der Natur. Und sind halt recycelte Materialien. Und ja, dann kann man sie ja mal besuchen. Ich weiß nicht, ob man sie dann bei. Ich denke mal, sie kann man bei ihr dann in der Nähe kaufen irgendwo. Oder man kriegt die durch das Recyceln, könnte ich mir vorstellen. Und man bekommt pro recycelter Gegenstand sozusagen, also was anderes. Aber auch je nach Ruf. Wenn du nämlich einen höheren Ruf hast, bekommst du andere Gegenstände als mit einem tieferen Ruf, wenn ihr wisst, wie ich meine. Ja, ihr wisst, was ihr dafür tun müsst. Dann halt, wie gesagt, die Klamotten, die wir jetzt gezeigt haben. Und dann gibt es noch Reisausrüstung, die man ab nächster Woche zum Kaufen hat. Und dann ist es noch so, dass die kältebeständigen Pferde, was, glaube ich, ein Haflinger auch sein müsste, ich bin mir nicht sicher, oder war ein Haflinger kältebeständig? Also, es sieht für mich kältebeständig aus, aber ob es das wirklich ist, weiß ich jetzt nicht. Okay. What the heck ist dieser Bug? Seht ihr das? Ihr habt das schon gesehen, ne? Naja, und ja, die sind aber jetzt nicht mehr kältebeständig, dass jeder den gleichen Vorteil hat, zum Beispiel im Dinotal und es soll ein Attribut ans Spiel sein. Aber sie werden es so machen, dass dafür dann ab nächste, dass sie neue Attribute reinmachen und die Attribute werden sozusagen nur positive Vorteile fürs Spiel haben. Und das war's dann auch schon mit den News. Und nächste Woche kommt Gullimero Gadea und bringt uns ein neues Rennen hier mit nach Jorvik zum Leveln unserer schönen Pferdis. Und bis dahin, ciao, ciao.